Oma steigt ganz woanders ein, guck mal. Im Schlafsaal nämlich. Ach was. Ich habe aber auch gelernt mit der halboffenen Tür, ne, und dem Bolzenschneider, dass wir da sicher hätten was machen können. Aber mein zurückgelassene Tagebücher und persönliche Habseligkeiten historisch wertvoll, aber ich bin nicht zum Arbeiten hier. Tisch zum Verstecken. Ich könnte da hineinkriechen, wenn ich mich verstecken muss. Spiegel ist kaputt. Herr Neuer hatte das erwähnt. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass wir da noch groß weiterkommen. Und wir müssen in den Brunnen runter, früher oder später, glaube ich. Warum sollten wir da sonst Sachen hoch und runter fahren können? Naja. Naja, was ist das denn hier? Ach da. Eine alte Wäschemangel, wow. Ein Brief. Es war kein dummer Aberglaube. Dieser Ort ist genau, wie sie gesagt haben. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hineingelangt bin und jetzt schreite ich immer wieder die gleichen leeren Gänge hinunter. Ich hätte auf die Dorfbewohner hören und mich von diesem Ort fernhalten sollen. Ich fühle mich, als würde mein Verstand in den Abgrund rutschen. Ich höre etwas, das die Stille in diesen Hallen durchbricht. Es klingt, als würden Gewänder am Boden schleifen. Er scheint von überall auf einmal zu kommen. Aber wenn ich meine Laterne hebe, kann ich nichts sehen. Und doch, wenn ich die Laterne wieder absetze, kehrt das Geräusch zurück. Noch näher als zuvor. Verflucht, bin ich wahnsinnig geworden? Du musst den Brunnen erst erleuchten, 100 pro. Soll ich dem Weisheiten beibringen oder was? Der Mönch hat seine Gedanken hier aufgeschrieben bevor. Mein Gott, das ist furchtbar. Ach so. Mein Gott, das ist furchtbar. Aha. Aha, wie ist das möglich? Was um alles in der Welt ist hier passiert? Das ist möglich, indem die gestorben sind. Das? Heckenschere, eine große Gartenschere. Ich will mich auf keinen Fall daran schneiden. Ich würde wahrscheinlich an einer Infektion sterben. Aber langsam. Alte Tage- und Notizbücher, die den Mönchen gehört haben. Ein alter Wandteppich, ausgefranst und abgenutzt. Halt, ich gucke erst nochmal das Loch in der Wand. Ich wusste nicht, dass er da durchgeht. Ich dachte, er sagt was dazu. Das war mutig, Oma. Scheiße. Holy shit. Sieht wie ein Wasserventil aus. Vielleicht hat das etwas mit dem großen Tank zu tun. Wasser. Ich fand die Freizügigkeit des Christentums gegenüber Alkohol und anderen Substanzen immer überraschend. Erkennen Sie die Gefahr nicht? Er ist Moslem, ne? Flaschen mit Alkohol, die herumliegen. Ich dachte, das geht irgendwie... Geht das nicht auf das Buch? Nee. Ja, selber achtet er auch noch auf den Alk, weißt du? Sieht aus wie eine alte Presse, die wahrscheinlich zur Herstellung von Wein verwendet wurde. Lieber Gott! Ja, der ist kaputt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gottness. Das ist auf jeden Fall safe. Andi! Wir haben noch mal eben an den Türen hier drin lauschen. Hier gibt es also die Heckenschere, die wir draußen für die... Ist das immer noch das Sample? Ich dachte, ich schaffe es, den zu triggern, wenn du durch die Tür gehst. Ach so, aber irgendwas ist trotzdem passiert. Der Controller hat nämlich noch vibriert. War da noch ein anderer Herzschlag dabei? Ist leider abgeschlossen aus Zinn. Hat sie gedacht, ja.
Guck mal, so fies ist die, ne? So fies ist die zu mir. Zwar auch ich. Safe. Aha. Ich hab's geschafft, den Riegel abzunehmen. Ach, guck mal, jetzt sind wir da. Wie hätten wir denn da hinkommen sollen? Könnte es ein Kanalspiel einbinden, dem man wetten kann, wie lange ein Charakter bei dir überlebt? Ja, das wäre was. Ich habe aber leider überhaupt keinen Plan, wie das aussehen könnte. Ich bin sehr bemüht, diese Tür zu verbarrikadieren. Ich verstehe immer noch nicht, wie wir von... So, ich kann ja hier noch weiter rumgehen. Hier sind wir jetzt da, wo Sebastian war. Letzte Mal, ne? Kurz AFK. Es gibt nur noch zwei, ja. Nur noch Omar und Daniel. Silbernes Schloss. Sagen wir 1,5. Ja, weil Daniel nicht sterben darf, ne? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist die aus Eisen. Wir hätten wahrscheinlich irgendwie durch diese Luke gekonnt dann, oder? Mist, jetzt würde ich gerne wissen, wie man das doch mit Ernest hätte schaffen können. Vielleicht kriegen wir es ja noch raus. Ja, hier sind wir an der Stelle, in der wir mit Sebastian unterwegs waren. Eine komplexe Wasserheizung oder mehrere davon. Die wurde lange nach dem Bau der Abtei installiert. Sebastian hat wahrscheinlich diese Wärmepfanne angezündet. Das gibt mir Hoffnung und ich schätze die Wärme. Aber mit den diesen Hebeln hier, wie Sebastian, können wir nicht hantieren, ne? Nee. In den Rohren bildet sich Kondensat, das herabtropft. Klugscheißer. Oh, ein Blasebalg. Es sieht so aus, als ob man ihn mit dem Fuß bedienen kann. Ich könnte mich hier verstecken, wenn ich es mal muss. Die Dinger wurden benutzt, um Wasser zu transportieren. Okay, da können wir uns verstecken. Puh. Ich weiß nicht, ob ich mich hier zurechtfinde. In diesem Rondell. In Sachen Verstecken und so. Hm, ganz schlecht, ganz schlecht. Es wäre leicht vorstellbar, dass Sebastian hier sitzt und liest und recherchiert. Treppe ist eingestürzt. Sind wir hier? Jo, ne? Die Eimer wurden Tropfen für Tropfen bis zum Überlaufen gefüllt.
frag mich sowieso, wie diese Eimer noch dicht sein können. Die Rohre scheinen kurz davor zu platzen. Ich denke, da würden sie. Ich denke, das würden sie, wenn Wasser durchfließen würde. Versteck. Der Fenster blickt. Das Fenster blickt über eine Schlucht. Das wäre Selbstmord, wenn man hier raussteigen würde. Warum sollte man? Why should I? Leere Kisten und Krüge, nichts Interessantes. Ah, das Scheißhaus schon wieder. Irgendwas riecht verfault in dieser Ecke. Der hat aber ein diffiziles Näschen, oder? Unter den Toiletten fließt Wasser. Wahrscheinlich wurden die Abwässer direkt in den Fluss gespült. What's that dirty thing there? Kann keine dieser Bücher gebrauchen. Ach, guck mal, hier ist das Teil. Was ist denn das? Das ist das Ding, was Sebastian aus dem Klo rausgeporkelt hat. Ein unansehnliches Durcheinander von Lumpen und Dreck. Das sind Lumpen? Schmutziger Lumpen. Wie könnte das nützlich sein? Es ist scheußlich. Haben wir ihn jetzt? Ja. schön aus dem Klo gefischt. Wie könnte das nützlich sein? Na, ich nehme es mal mit. Oh, der Messi. So, dann sind wir hier aber auch durch in der Ecke. Ja. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurück zu Ernest. Also das, was an Ernest übrig ist, seine Tasche nämlich. Schlafsaal. Ach, wir können ja noch da hochgehen, ne? Im Schlafsaal, die Treppe hoch. Und wir können noch hier in die Mitte gehen. Ich meinte jetzt nicht, wir können da noch hochgehen. Ich meinte, Ach. Lass mich in Ruhe. Mich in Ruhe. Ich will mich hier nur umsehen. Ist die Party am Laufen da drin. Oh, du Heilige. Scheißdreck. WW Pandi. Das ist der Raum, wo wir durch müssen, um zu den Utensilien zu kommen. Das Refektorium. Aber wir haben auch gar keinen Schlüssel. Wir haben. Obwohl, vielleicht kann man die. Obwohl. Nee, von hier aufmachen, die Tür macht keinen Sinn, ne? Ich lausche nochmal. Ne, jetzt ist safe. Aber. Scheint aus Eisen gefertigt. Mann, lass das. Oben ist noch eine Tür. Guck mal da. War das? Ist das die hier? No. Ja, dann müssen wir in den Schlafsaal.
und hochgehen. Wir kommen nicht da durch. Kommen nicht zu den Sachen von Ernest. Halt. Alte Bücher, die im Freien liegen gelassen wurden. Was für eine Schande. Was sind die Fackeln hier laut, oder? Müssen wir da durch? Ja. I hope so too. But I'm afraid not. Maybe. Yes, no, I don't know. Draußen läuten die Kirchenglocken. Ich kann die Handschrift kaum lesen, aber es sieht so aus, als hätten sie mehrere Gebete aufgeschrieben. Verzweifelte Gebete. Ein Gedicht des Bibliothekars. Vier Schlüssel in vier Schlössern. Unsere Schranke zwischen Leben und Tod. Vier Brüder und vier Bande. Sich dem gleichen Schicksal entgegenstellend. Der Prior besteht auf sich selbst, der Abt vertraut einer Figur. Victorino, wo die Luft dünner ist, und ich im Abgrund. Wir schlossen unsere Brüder ein, ohne ein Huch von Güte. Ein Huch! Ohne ein Huch von Güte. Auch von Güte. Wir schlossen sie ein, unsere Brüder, weil der Wahnsinn von ihnen Besitz ergriff. Und wir, was haben wir verloren? Ließen wir unsere Vernunft zurück, liebe Brüder, vergebt uns, wir haben unsere Menschlichkeit verloren. Bei euch läutet es auch. Zufall, ich glaube nicht. Vier Schlüssel, was hatten wir alles? Zinn, Eisen, Silber? Mal so übersehen. Auf jeden Fall, die vier Schlüssel scheint von den Mönchen versteckt worden zu sein. Der Prior besteht auf sich selbst. Also wird der ja irgendwie bei einer Leiche liegen, ne? Ich kann hier nur eine verstärkte Tür aus Metall. Sie ist mit vier starken Schlössern verriegelt. Ach so. Ja. Nee, komplett anders. Ich fand meine Idee echt gut. Aber sie war halt falsch. Obwohl mit den Schlüsseln eigentlich nicht so, aber dann such die mal schnell, bevor sie verloren geht. Lieber Gott, der hat doch einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel da. Seht ihr's? Ich glaube, das ist das Abflussrohr des Tanks. Ah. Ich mach das mal ein paar Mal. Musst reinfassen. Der könnte den Scheißhebel einfach mal gedrückt halten. Sich da was? Nee. Ich glaube, das ist sinnlos. Sunny,
endlich zu Hause. Geh noch schnell duschen und mir Essen holen. Bis gleich. Alles klar. Schon wieder diesen Herzschlag im Controller. Ja, leck mich fett.